Was fängt man so mit den Netzen? Garoschen, Karpfen, Zander, hin und wieder ein Wels. Sind das denn Slowaken oder Österreicher? Ich könnte meinen, du bist auf Urlaub. Hast du nichts zum Tun? So, muss mein Kaffee noch zahlen. Ja, Frau. Hab ich vergessen. Jana, das ist wer für dich. Ronny heiß ich. Macht 14 Schilling. Das passt so. Naja, und dann sitze ich so am Turm und schaue. Und der Kollege, was macht er? Der Richard? Nix. Lesen tut er. Wenn ich ihn frage, gehen wir spazieren, na, Streife, dann sagt er, ich soll allein gehen. Und gestern allein? Wenn da wirklich jemand über die Grenze will, dann schafft er das so oder so. Glaub's nicht? Was ist denn das, was du da hast? Funk? Das ist. Was? Das ist zum Musik hören. Das ist wie ein Walkman, das kennen Sie vielleicht, aber digital. Möchten Sie probieren? Nein. Ist das freiwillig oder haben Sie hergefahren? Freiwillig? Ich bin ja nicht deppert. Wahnsinn, das Ding. Mit viel Milch, bitte. Wo ist denn der Hans? Draußen beim Fischen. Ah, ey. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pena, son tus besos, me estremezco. Es ist so schön. Was in den Sternen steht, kann ich dir sagen. Liebe, die nie mehr vergeht, bindet uns zwei. Ich brauche kein Glück, nur für Stunden oder Tage. Ich brauche Liebe, die ein Leben lang besteht. Tanz mal! Liebe, die nie vergeht. Ich kann sie auch nicht. Penny. Hey, wie schick der Himmel. Platten? Ja, und ich habe keinen Reserveschlauch dabei. Und frag mich bitte nicht, wann ich das letzte Mal einen Reifen gewechselt habe. Kannst du mir helfen? Na klar. Cool. Harter Tag heute, ne? Ja, zuerst diese zwei Halbaffen und dann das da echt. Was wollten die eigentlich von dir? Alte Geschichte. Die haben mich fast mal beim Grasverchecken erwischt und leider bin ich das Paket noch rechtzeitig losgeworden und seitdem haben sie ein bisschen einen Blick auf mich. Nimmst du es mit dem Gesetz nicht so genau, was? Entschuldige, lass mich doch nicht herumkommandieren, von irgendwas muss ich erleben. Ja, von unserem Gehalt sicher nicht. Du sagst es. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich alle? Ja, entweder du fährst täglich 10 Stunden oder du hast andere Einkünfte. Wie andere? Ja, nix. Komm schon. Ich bin echt abgebrannt. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich über die Runden kommen soll. Na, hast du recht. Du könntest... Sorry. Hey, Schatz. Du, ich kann gerade nicht. Ich helfe gerade einer Kollegin. Okay? Ich komme so um 7. Ja, ich dich auch. Bye, bye, Butterfly. Sorry. Wo war ich? Zusatzeinkünfte? Genau. Red einfach mal mit Nikolaus. Okay. Der hat immer wieder heiße Ware. Heiße? Ja, wenn du es mit dem Gesetz eh nicht so genau nimmst. Wie lange sind Sie und Marlene zusammen? Ein halbes Jahr. Und sie hat dir nie davon erzählt? Nicht bis zu dem Tag, als sie den Johnny wieder getroffen hat. Da habe ich sie völlig verheult in ihrer Wohnung gefunden, die
und war mit den Nerven am Ende. Ich habe das machen müssen. Ich wollte ihn so zurichten, dass er sich nie wieder traut, dass er Frau auch nur anschaut. Hallo? Perverse Drecksauer. Sag, dass wenn du die Marlene noch einmal angreifst, dann ist aus mit dir. Ist mir verstanden? Ha? Hatte plötzlich das Messer in der Hand. Der Plan. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Mhm. Wie hat denn die Marlene darauf reagiert? Ich habe nichts davon erzählt. Aber als die Polizei bei ihr war, ist sie natürlich draufgekommen. Sie hat gesagt, dass wir das schon hinkriegen. Was hätte man sonst tun sollen? Sie haben also die Waffen in seinem Spind versteckt. Und die Marlene hat uns brav einen Tipp gegeben. Ich wollte sie doch nur beschützen. Das ist Ihre Version der Geschichte. Glück für Sie, dass es keine zweite gibt.